Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subsistence. Weiter geht's in der Basis und wir haben ja auch beim letzten Mal schon mehr oder weniger alles fein säuberlich einsortiert, sodass wir jetzt bei Tagesanbruch gleich wieder durchstarten können. Die Frage ist allerdings, mit was wir durchstarten, denn ja, ich habe ehrlich gesagt gar keinen so richtigen Plan. Wird zurechtgelegt für die heutige Folge. Auf alle Fälle können wir wieder Zeug dran schaffen. Masse haben wir ja aktuell wenig bis gar nichts. Dietrich haben wir uns noch hergestellt. Was wir allerdings noch brauchen könnten: ein Gegenmittel. Das stellen wir uns auf alle Fälle gleich noch her. Sonst verlieren wir da wieder den ganzen Fortschritt bei der Gesundheit und bei der Ausdauer. Und das muss definitiv nicht sein. So, eins wird hergestellt. Können wir den Rest gleich wieder verstauen. Okay. Das brauchen wir auch nicht. Und das kommt gleich mal dahin. Wunderbar. Dann sind wir da eigentlich wieder, ja, bestens ausgestattet. Eine Winterjacke, stimmt. Die hätte ich beim letzten Mal auch ganz gut gebrauchen können. Andererseits, will ich heute den Berg hochklettern? Eigentlich eher nicht. Hatte ich zumindest nicht vor. Ansonsten brauche ich hier eigentlich auch nichts. Nee. Nicht wirklich. Ja, dann müssen wir wohl oder übel ein bisschen warten, bis es wieder hell wird. Schauen wir mal, wie es dem Gemüse denn so geht. Oder besser gesagt, der Baumwolle. Ah, da können wir gleich mal ein bisschen was einsammeln. Das ist gut. Dann machen wir das doch mal in der Zwischenzeit. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. Okay. Und natürlich auch gleich wieder was anbauen. Und zwar bauen wir an Tomaten und Heilkräuter. Wären auch mal wieder gut, dass wir da einen Schwung haben. Für den Biokraftstoff und natürlich auch das ganze Medizinzeugs. Und natürlich auch gleich noch Düngen. Na, jetzt geht's. Ah ja, und es scheint wieder langsam aber sicher hell zu werden. Das ist gut. Und der Schnee ist auch wieder zurück. Das ist nicht so gut. Habe ich mich so gefreut. Können wir den Weihnachtsbaum doch wieder gleich mal reinräumen, wenn es so weitergeht. Aber ich hoffe es natürlich nicht. So, was haben wir hier noch alles? Kristalle. Für was braucht man die gleich wieder? Fürs Waffenaufwerten, glaube ich, gell? Das war's. Wenn mich nicht alles täuscht. Nehmen wir mal die Waffenteile mit. Weil dann könnte man da vielleicht auch mal wieder was machen in die Richtung. Na gut, da brauche ich ja auch. Da brauche ich ja auch wieder Masse. Okay, gut, dann nicht. Den Bogen aufwerten. Er ist auch nicht drin. Das ist alles zu teuer. Das einzige, was ich aufwerten könnte, wäre beispielsweise bei unserem Repetierer die Feuerkraft. Also noch nicht, aber... Obwohl, nee, da brauchen wir auch wieder Eisenbarren und ich glaube, da habe ich keine mehr. Nein, habe ich auch nicht. Okay, gut. Dann werten wir nichts auf. Dann lassen wir es so, wie es ist. Aber ich sollte vielleicht trotzdem die Waffe mitnehmen. So, den brauchen wir auch nicht mehr. Gut. Dann noch eben kurzerhand was futtern.
Wunderbar. Geht die Gesundheit auch schon wieder rauf. Und ja, was zu trinken könnte ich noch gebrauchen. Okay. Los geht's. Level 8 und Level 7, okay. Passt auch. Das heißt, denen geht's auch bald wieder an den Kragen. Aber noch nicht. Jetzt noch nicht. Erst müssen sie noch ein bisschen wachsen. Unsere Hühnchen. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was wir heute so Schönes ran schaffen können. Da haben wir auf alle Fälle gleich mal eine Munitionstasche mit einer Schrotpatrone. So kann es weitergehen. Da ist ein Bär, okay. Und ein Wildschwein. Ah, aber das Wildschwein könnte man doch eigentlich... Das könnte man doch versuchen hier zu erwischen. Okay, erwischt habe ich's. Muss man da aufpassen. Sonst habe ich gleich wieder ein gebrochenes Bein, wenn es blöd geht. Komm, Wildsau, bleib stehen. Wegrennen bringt nichts. Hole ich sowieso ein. Wenn da nicht die Tasche wäre. Der Wolf ist natürlich auch wieder einer da. Da ist noch das Wildschwein. Gut, der Wolf kann mir jetzt erstmal gestohlen bleiben. Andererseits, da wäre noch die Tasche, gell? Nein! Ich habe gerade versehentlich versucht, auf die Pistole zurückzugreifen, aber gut, wenn man natürlich keine Pistole mehr dabei hat, dann wird es auch nichts mit dem Ausrüsten. Aber hat ja zumindest trotzdem geklappt. Vielleicht sollte ich die wieder mitnehmen, damit wir so den letzten Schuss dann mit der Pistole abgeben können. Es fehlt einfach noch ein bisschen der Wumms beim Bogen. Einmal aufwerten. Das wäre schon nicht verkehrt. Ah ja gut, treffen sollten wir vielleicht. Jetzt rennt es wieder irgendwo hin, das Wildschwein. Der Pfeil ist, glaube ich, ist er noch ganz geblieben? Ah ja, da steckt er. Komm Bär, nerv nicht. Bin gerade auf Wildschweinjagd. Obelix hat Hunger. Ah, natürlich verfolgt er mich noch. Wie soll es auch anders sein? Habe ich jetzt nicht mehr. Perfekt, nochmal erwischt. Da im Dickicht sitzt es anscheinend. Okay, einen Schuss noch und dann hat es das Wildschwein überstanden. Wunderbar. Wildschwein getötet. Und wir sind hoffentlich gleich um ein bisschen fettreicher. Ja. Das kann sich doch sehen lassen. So, die Hände gleich mal waschen. Was war denn das? Hat sich angehört wie so ein Schuss, der gerade vorbeigeflogen kam. Aber könnte natürlich sein, dass da irgendwo die Jäger unterwegs sind. Wahrscheinlich sind die gerade auch auf Wolfsjagd. Und ich hätte mir da fast einen Querschläger eingefangen. Na super. Schönen Dank auch.
Ui, sehr gut. Erze. Richtig viele Erze gibt es da sogar. Alle mitnehmen. So, Kalium. Dann haben wir hier noch Eisenerz. Dann gibt es da oben gleich nochmal Eisenerz. Tasche nehmen wir natürlich auch noch mit. Wieder ein Wolf. Und da geht's gleich weiter mit Eisenerz und Kupfererz. Und Kalium auch noch. Also das hat sich rentiert, dass wir da die Spitzhacke rausgeholt haben. Das hat sich echt mehr als rentiert. Und da gibt es gleich noch ein Erzvorkommen. Gar nicht gesehen vorher. Und auch gleich noch eine Tasche. Ja, Wahnsinn. Braucht man gar nicht mehr runtergehen von dem Felsen. Gut. Jetzt glaube ich, sollten wir aber alles mitgenommen haben, was es hier zu holen gab. Gut, dass der Wolf nicht lästig ist. Level 3. Na gut. Nehmen wir die mal wieder her. So, was ist da drin? Ah ja, eine Heidelbeere. Gut, die können wir gleich mal futtern. Weil besser wird die nicht, bis wir zu Hause sind. Sind wir eh gleich wieder. Beim großen See, ich höre die Jäger. Oh, die sind ja gleich neben mir. Allerdings nur leicht gepanzert. Peng, einer tot. Der zweite kommt. Mach mal ihn mal mit dem Bogen. Das war nix. Aber jetzt hat er es überstanden und der dritte kommt auch noch. Dann komm nur her. Headshot. Gut. Patronen gespart und Jäger erledigt. So kann's gehen. Können wir aber auch gleich mal unser Fleisch brutzeln. Da ist ja noch einer. Ja, sag mal. Na, komm nur her. Komm nur angelaufen. Hat er mich zwar auch noch erwischt, aber die Quittung hat er gleich kassiert. So, wo habt ihr euer Lagerfeuer, frage ich mich. Habt ihr überhaupt eins? Also auf alle Fälle noch eine Tasche. Zum Einsammeln mit einem Apfel, okay. Passt. Noch mehr Proviant. Aber ich glaube, ein Lagerfeuer haben die gar nicht gehabt anscheinend. Schaut zumindest ganz stark danach aus. Nun gut, dann halt nicht. Ja, wäre sowieso jetzt ausgegangen bei dem Regen.
Und da sind wir auch schon wieder beim großen See. So, ich glaube, da vorne war ein Hirsch, oder? Ja, genau. Könnte man auch mal mit dem Bogen probieren. Interessant. Ein Bergsteigerhirsch. Ah, schade. Schade, schade. Das nächste Mal vielleicht ein bisschen näher rangehen. Aber den würde ich mir trotzdem ganz gerne holen. Weil Fett brauchen wir sowieso. Warten wir nochmal kurz. Okay, einmal haben wir ihn erwischt. Ah, da haben die ein Lagerfeuer. Ist aber weit weg. Von der eigentlichen Position. Ah, nochmal erwischt. Perfekt. Haben wir den auch erlegt. Vielleicht wird es ja doch noch was mit der Karriere als Bogenschütze. Aber vermutlich waren es reine Glückstreffer. Da ist noch ein Bär. So, nichts wie hin zum Lagerfeuer. Ich habe Kohldampf. Und würde gerne ein bisschen was brutzeln. Aber wahrscheinlich ist es gerade ausgegangen, oder? Vermutlich. Oder es ist... Ah ne, da ist es. Ja, ist ausgegangen. Wegen dem strömenden Regen. Das heißt, anzünden brauchen wir das auch gar nicht, weil nachdem es immer noch schüttet, ist das nicht von langer Dauer. Level 1er Wolf. Ja, umso besser. Dann darf der auch gleich dran glauben. Und auch der ist Geschichte. Er läuft ja echt wie geschmiert. Und unsere Fettreserven steigen. Zwar haben wir jetzt wieder richtig viel Fleisch gesammelt, das wir eigentlich gar nicht brauchen. Weil unser Kühlschrank eh schon randvoll ist, aber haben ist immer besser als brauchen. Hm, ja, wenn der natürlich... Nein! In der letzten Sekunde da einen Haken schlägt... Okay. So, wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? 10. Reicht es für den Bären eigentlich schon? Meister Petz. Haben wir auch noch gekillt. Wunderbar. So, ich sollte eigentlich aber das ganze Fleisch auch irgendwie nach Hause bringen, weil ansonsten vergammelt das alles. Wäre ewig schade drum. Aber zuvor schauen wir noch kurz an, ob es hier noch Muscheln gibt. Wenn wir schon mal hier sind, nutzen wir das kurz an aus. Ich glaube, da vorne sehe ich was. Das könnte allerdings... Ne, das ist Sandstein. War Seegras. Seegras nehmen wir auf alle Fälle noch mit.
Schauen wir mal, was es hier oben noch so zu holen gibt. Da glaube ich ist... Okay, gut, ein Elch. Den greife ich aber besser nicht an. Mit Pfeil und Bogen. Na? Jetzt. Noch ein Wolf. Habe ich noch so viele Pfeile? 6 Stück, das reicht. Dann machen wir den auch noch gleich. Und wieder ein Wolf weniger. Und ein Fleisch mehr. So, jetzt aber wirklich ab nach Hause. Hier draußen wird es langsam aber sicher ungemütlich. Ziemlich ungemütlich sogar. Andererseits kann ich ja doch nicht widerstehen, hier auch noch kurz runter zu tauchen und mir die Muschel zu krallen. Na gut, Seegras nehmen wir auch noch mit. Da reicht der Sauerstoff. Da wäre noch ein Wolf. Es könnte allerdings sein, dass das auch ein Level 1 Exemplar, okay. Wollte gerade sagen, könnte sein, dass das eher ein Level 3 ist. Nee. Ja, sag mal. Warten wir mal kurz, bis er stehen. Oh, oh, Bär. Ah, eher schlecht. Der Wolf kommt daher. Ich schaff's halt wirklich, dass ich jetzt... Ja, ich habe die letzten Schüsse alle daneben gesammelt. Ja, so viel zum Thema. Ich hätte einfach vorher aufhören sollen, als ich da mit Bravour alle Schüsse platziert habe. Aber irgendwann holt einen dann doch halt. Ja. Die Vergangenheit wieder ein. Denn wie wir alle wissen, treffe ich normalerweise mit dem Bogen überhaupt nichts. Okay, hier gibt's nichts zu holen. Dann jetzt aber ab zur Basis. Und seht ihr, was da oben los ist? Unsere Windräder produzieren, glaube ich, gerade gut Strom. Hat sich die Anschaffung auf alle Fälle rentiert, dass wir da noch ein zweites platziert haben. So, weg mit dem Fleisch. Halt, nicht in den Herd. Da gehört das Fett rein. Da brennt noch das Licht, na super. So, was machen unsere Windräder? Ah ja, plus 0,08. Auch plus 0,08. Schön, passt. So kann es weitergehen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle gleich mal wieder Schluss für heute mit dieser Folge von Subsistence. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zusehen und ja, bei der nächsten Folge dürfen wir dann auf alle Fälle wieder Pfeile herstellen, weil davon haben wir jetzt keine mehr. Macht's gut, bis dahin. Servus.